und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Mirko, Patrick, Matze, Leon und Tommy. Habe ich einen vergessen? Nee, oder? Ja, ich bin gerade in der Leitzentrale unserer Feuerwehr und habe momentan Telefondienst. Ja. Zieht so. Ja, hallo. Ja, hi Tommy, hier ist Marco. Hallo. Hast du Lust, irgendwie einen Ausflug zu machen, klein? Im Moment, ich bin zu früh und war zu tief. Also meine Frage ist gerade ganz alleine. Machst du irgendwas dafür gegen etwas Zeit? Braucht ihr einen Hilfsarbeiter noch? Sonst kann ich aushelfen. Nee, im Moment nicht. Ja, okay. Stehst du sowieso alles, da bringt einer auch nichts. Ja, okay. Ja, Fabian? Hallo Tommy, kommst du heute auch vorbei? Bei der Wache gleich oder so, weil ich noch mit dir über was sprechen wollte. Jo, ich komme eben vorbei. Ich war gerade Super. eben nur noch. Musst du mir eben kurz was Sprech bringen? Mein, der Post was abholen, weil dann bin ich mal jetzt auf dem Weg. Bin jetzt auf dem Weg zum Krankenhaus. Okay. Tschüss. Jo, ciao. Bis gleich. Hey, Fabian, ich komme auf die Nerven, Mirko. Ach, da ist der Serviceraum. Okay. Dim diddle dim diddle dim diddle dim. Oh, Patrick hat geschrieben, bau nicht so viel Scheiße. Ich weiß es nicht, Patrick, aber ich glaube nicht. Ich habe gehört, du machst heute mit mir Wachbereitschaft. Zumindest steht das da so. Deswegen habe ich dich angerufen, weil ich dich schon vermisst habe. Ja. Ah, alles kein Problem. Ja, ich übernehme ja sowieso die Leitstelle, aber. Wenn jetzt was ist, nimmst du LW? Auch als leitender Ortsbrandmeister, dass du das übernimmst? Weil ich möchte dir auch nicht immer deine Arbeit wegnehmen. Na gut, super. Ja, das kannst du machen. Hier kannst du unseren das kleine Schnuckeläschen da. Ha ha ha. Auch gleich mal einteilen, weil ich finde, wir haben hier so ein paar Fahrzeuge, da sollten die Geräte mal schnell überprüft werden. Jo, dann guck mal durch, dass du Technische sofort auf die Hilfesatz. Post. Was? Der technische Hilfeleistungssatz. Ja, dann guck die schon mal auf den Beamer durch, okay? Aber er wollte noch was von mir. Was Ja, gibt's denn? Ja. Beim nächsten Dienst. Ja, dann viel Spaß beim LF und beim RW. Jo. Ich gehe mal wieder zu meinem Telefon. So. Dip, dip, dip. Ja, hallo Patrick. Okay, das musst du den Jungs sagen, die das also dem Jungen sagen, der das da macht. Hier, Mirko.
Dim, diddle, dim, diddle, dim, dim, dim. Hier. Rettungsleitstelle hier. Alle Fahrzeuge raus. Ich komme ja. Hochbeseiniger. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Okay. Ja, wir alarmieren die Feuerwehr für Sie. Ich nehme LF. Dann nehme ich so. Patrick, bleibst du Wachbereitschaft erstmal? Ja, kann ich auch machen. Mirko? Ja. Reihenfolge, ne? Ja. Kennt er nicht. Doch, kenn ich. Vorsicht hinter mir. Ja, er hat auch vergessen, wahrscheinlich 3 zu drücken. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich koordiniere meine Leute so ein, dass wir die Person da jetzt erstmal rausholen. Wir stabilisieren zuerst den Wagen. Das sind außerdem 2, wie ich gerade sehe, vorne. Ich schicke gleich jemanden von hinten rein, dass die die Person mit dem Rettungsdienst zusammen stabilisieren. Den Polizisten des Fahrzeuges oder den 2 Polizisten geht's gut. Die stehen am Rand, oder? Das sind die beiden. Ja, hier ist ja noch einer eingeklemmt. Ich dachte, ach so. Dann ist der. Okay. Der ist eingeklemmt, der Polizist hier. Und, hier ist, glaube ich, die Tür auch ein bisschen verklemmt. Okay, und wir haben hier auch eine Menge Flüssigkeit, die ausgetreten ist. Also, ich teile meine Leute jetzt als erstes ein und dann teile ich die Leute gleich mit ein, oder soll ich. Und du übernimmst dann die Koordination zur Leitstelle. Ja, ich habe das dem Bürgermeister letztens auch gesagt, dass wir unbedingt ein neues TLF brauchen. Ein kleines. So, Männer. Wie ihr seht, Verkehrsunfall in dem blauen PKW und auf der Beifahrerseite des Polizeiautos ist noch jeweils eine Person eingeklemmt. Vorne beim BMW erstmal der Angriffstrupp mit Schere und Spreizer ausrüsten. Vor dem Auto roten Teppich auslegen, rote Plane auslegen, einsatzbenötigte Geräte drauflegen und dann auf weitere Befehle vom Gruppenführer mir warten. Und Schlauchtrupp übernimmt die Wasserversorgung zur Brandschutz, zum Brandsicherung des der beiden PKWs und Wassertrupp sichert die Einsatzstelle weiter ab. Absitzen. Ja. Maschinist, du übernimmst gleich die Hydraulikpumpe. Ich muss einmal den MTW noch
Wir. Bitte noch ein bisschen Abstreu mitnehmen. Die Waffenplan. Einsatz für den MSBB der Freiwilligen Feuerwehr Mecklenburg-Wache 1 und Abstreu bitte mitbringen. Mirko, sicher bitte mit deinen Leuten zusammen mit den Leuten von mir die Einsatzstelle weiter ab und stellt dem Angriffstrupp vom LF weitere Unterbauklötze zur Verfügung ab. Okay, habt ihr schon mal alles soweit liegen? Jetzt haut ihr als erstes die Unterbauklötze vorne drunter, damit das Auto höher liegt. Dann nehmt ihr den Spreizer und versucht die Tür aufzuspreizen und brecht die dann auf. Vorerst geht ihr aber mit dem Rettungsdienst zusammen hinten durch die Scheibe und stabilisiert die Person. Beim Polizeiauto könnt ihr von der einen Seite, von der Fahrerseite mit rein. Solltet ihr den Fahrer so nicht rauskriegen, nehmt ja, den. Benötigt ihr noch weitere Einsatzkräfte? Nee, wird nicht benötigt. Ja. Jo, Patrick. Übernimmst mal mit deinem. Übernimmst mal mit deinen Jungs, guckst, dass du schon mal die Betriebsstoffe da so langsam abstreust. Ich weiß nicht, habt ihr noch Besen und Schaufel mit? Wenn nicht, dann nimmt das. Nehmen wir vom RW. Ja, genau. So, okay. Dann hier nochmal ein paar Unterbau. Freut erstmal hier die ganzen Betriebsstoffe da aus und guckt, wenn da noch was ausläuft, dass ihr vielleicht irgendeine Wanne oder so da drunter stellt. Jo, dass das nicht so viel ins Grundwasser sich hat. Dass wir die Pfanne verkehrt und parkiert und vergessen haben. Ja, kann sein. Guck dann. Juckt einfach, was du brauchst sonst vom RB. Jo. Abi? Ja, hab ihn gehört. Ja. Wie bei dem. Hab. Hier, der Rest nimmt die Decke. Ja. Hier noch ein paar Unterbauplätze. Ja. Ja, haut die da mal drunter. Wie heißt dieses Ding nochmal, womit man Dinge auseinander, dieser Stemmbolzen oder wie sich das nennt? Ja. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Stemmbolzen. Nee, nicht ganz. Aber auf jeden Fall, wenn ihr den Fahrer nicht rauskriegt, weil der hier zwischen seinem Armaturenbrett und seinem Sitz eingeklemmt ist, nehmt den Stemmbolzen und drückt das Ding wieder auf, damit ihr seine Füße befreien könnt, falls sie eingeklemmt sind. Wie weit seid ihr denn beim Fahrer hier? Kriegt ihr den nicht sogar hier raus durch? Okay. Okay, auch diese Tür ist verzogen. Nur, wir sind gerade noch dabei beim Fahrer da drüben. Also erstmal den und dann den. Ich hoffe, die Rettungssanitäter sind schon sind jetzt schon soweit einsatzbereit. Die sollen abstreuen. Ja, dann sollen die entweder der Brandschutzsicherheit helfen oder hier in dem Rettungsdienst. Oder absichern. Okay, die Tür ist auf. Ja, ich will euch nur noch nicht so viel im Weg stehen. Okay. So, gebt mal den Stemmbolzen her. Okay. Das ist schon mal. Ja, jetzt holt man's. Gibt mal das Spineboard her. Und so, Vorsicht alle. Vorsichtig drauf. Vorsichtig. So, und jetzt ab in Rettungswagen. So. Erste Person geborgen.
So, die Tür ist auch auf. Ja, langsam hier drüber geben, auch auf dem Spineboard bitte. So, Spineboard runterlegen. Und dann machen wir holen ihn, glaube ich, von hinten am besten raus. Ja, sitzt ganz runter, vorne und dann rüber. So, ab in anderen Rettungswagen. Mach doch. So. Ruppa. Gruppenführer. Leitstelle hört. Ja, folgende Lagemeldung. Bring die erste Person per FPV ins Krankenhaus. Komm dort hinaus. Ja, das ist verstanden. Ja, wir haben es gemerkt. Gruppenführer LF12 45 1 an Leitstelle. Ja, folgende Lagemeldung von der Einsatzstelle. Beide Personen wurden aus den PKWs befreit. Einsatzstelle wird abgestreut und danach an Polizei übergeben. Ja, verstanden. Ja, Leute, ich würde sagen, da das ein kleiner, schöner, feiner Einsatz war, würde ich bald sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!